So, moin moin, willkommen zurück. Da bin ich mal wieder. Heute möchte ich einfach im Allgemeinen mal über meine Erfahrungen und Modelle sprechen. Ihr seht schon, da ist der Senton wieder hingestellt, mein neues Lieblingsauto. Ich habe Zuwachs bekommen. Ihr werdet ihn gleich sehen, aber nicht. Also, wenn ihr gut seid, erratet ihr es. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das könnt. Es gibt zwar nicht viele, aber naja. Nochmal zum Senton. Ich habe am Wochenende war ich wieder bei Basti und wir sind Speedruns gefahren. Bei mir gab es eine leichte Steigerung, allerdings auch eine Enttäuschung. Sage euch sofort warum. Bleiben wir beim Senton, schweifen mal wieder ab. So, den Aufbau vom Senton kennt ihr, das habe ich euch schon gezeigt. So, jetzt bin ich am Wochenende Speedruns gefahren, wie schon gesagt, und erst mit 4S. Man bemerke, wir haben das Original HZ mit 5010, haben einen 16er Ritzeler Motor und die S-Run-Kombo mit dem Max 8 und dem 4274 2200 kV Motor. Da macht der auf 4S 65 km/h. Ich habe ein Video. Ich werde die Ausschnitte, ich werde sie mal zurechtschneiden und auch nochmal mit hier mit ins Video packen, zwischenschneiden. Zeigen wir jetzt einmal hier. Zurück bei Addicted OC. Heute machen wir mal einen kleinen Speedtest. Sind hier in Lüneburg mit auf dem Dörpen. Senton fährt jetzt 4S mit den Turex-Rädern, weil sie einen Ticken größer sind. Und ich muss die Funke auch richtig anmachen. Alles gut. Aus. Kameramann ist Sebastian. Wir fahren gerade die Hoverwing S-Run Combo. 16 Zähne, 2200 kV. Haben wir denn gemessen? 64,5. Das ist jetzt nicht so schnell. Gut, dann bin ich auf 6S gefahren. Und zwar hiermit. Zeige ich den einmal. Der Hobby King Basher Akku. 6S, 4000 mAh, 65 C. Glaube ich seit diesem Wochenende nicht mehr, dass das wirklich so ist. Ich habe jetzt nichts zu messen hier. Ich habe keine Methode, um das zu messen, wie viel C er wirklich raushaut. Ich glaube auch nicht, dass ich es machen werde, weil ich bin einfach nur enttäuscht. Gut, er hat nur 48 € gekostet. Aber wenn da 65 C drauf steht und man schon hört und weiß, dass Hobby King, dass man da ca. 20, 25 C abziehen kann, sind das circa immer noch Minimum 40C. Und 40C mit 4000 mAh müssten also 160 Ampere liefern können. Mein Typhon-Motor braucht nicht so viel Ampere. Jedes Mal, wenn ich diesen Akku da reinhau, schaltet er ab. Ich habe jetzt einen neuen für mich selbst, also ich bin noch nie so schnell gefahren, einen neuen Rekord aufgestellt mit 123,4 km/h. Ist für mich persönliche Bestleistung. Ich möchte natürlich schneller werden. Ich habe den Typhon lange aufgebaut und habe mir mehr erhofft. Ich werde natürlich nicht jetzt aufhören und sagen, du, dabei bleibt es. Ich werde mir natürlich einen anderen Akku besorgen und weiter testen. Aber dazu kommen wir noch. Ich habe ihn getestet im Senton auf Highspeed. Ich bin der Meinung, da hatten wir um die 96 km/h. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ist schon 2 Tage her. Gucken wir noch eben einmal rein.
das erste Mal 6S. Das ist der Bash-Akku von Hobby King. Ein Scheißteil, aber der regelt bei zu viel Last ab, trotz 65C. 4000 mAh. Mal gucken, ob er es hier nicht macht. Weil der Typ hier rumläuft, ey. Nichts draus, wenn wir bremsen. Ja, die Tourex-Regen haben echt gut. Ja, und so, wir hier ein bisschen ein paar Seile fahren. Ja. 3-1! So, hier sehen wir es nochmal eben, war ein Auto da, ist gestört. Da, 93,1 auf 6S. Da lag ich gar nicht so verkehrt, so weit weg. Hier ist der Lipo allerdings nicht eingebrochen. Also hier, ihr habt es gesehen, der konnte geradeaus durchziehen, Vollgas geben. Ich schätze mal, da wir im Typ vorne eine andere Übersetzung haben, beziehungsweise ich, zieht er da echt zu viel Strom am Anfang und da kann dieser Lipo einfach nicht mithalten. Na, also fürs Bashen super Dinger, machen Sie mit, solange ihr wahrscheinlich nicht höher als 19 Zähne geht am Motor. Macht auch gar keinen Sinn beim Bashen. Also wenn ihr 6S fahrt, nehmt ruhig einen 14er Ritzel, das reicht vollkommen aus. Ich bin sowieso kein Fan davon, mit 6S zu bashen. Also ich fahre lieber 4S mit 16 oder 19 Zähnen, je nach Fahrzeug, und dann bin ich glücklich. Dann macht das Spaß genug, das reicht vollkommen aus. Ja, also hier, das waren meine ersten Eindrücke zu dem Akku. Ich will ihn behalten, aber allerdings waren Basti und ich ein bisschen ungeduldig. Wir haben noch 3 Stück nachbestellt. Die gehen sofort wieder zurück, weil ich brauche einen Akku für einen Speedrun. Mindestens einen. So, die gehen sofort wieder zurück. Das Geld wird genutzt, um andere Akkus höchstwahrscheinlich bei Alexander Schölz hin zu bestellen. Schöne SLS-Akkus. Mal gucken, was er mir da anbietet. So, packen wir den Sendhorn wieder weg. So, ein Podest hier oben. So. Ich möchte euch einmal zeigen, und zwar was mir aufgefallen ist. Hier seht ihr den Typhon von mir. 123,4 km/h aktuell Spitze. Da geht mehr, ich weiß es. Tourex-Räder. Tourex Rally Game Räder. Ich mache mal eben eins ab, damit ich euch das zeigen kann. Was ist mir aufgefallen? Sie sind mega hart. Ohne Frage. Na, sie haben Profil. Ich habe sie jetzt bekommen. Ich habe sie jetzt so hingenommen, weil war mir im Grunde scheißegal. Ich wollte sie fahren, die Dinger. Wir haben hier ein Profil, das gehört nach vorne. Was ist das? Vorne links. Gegenüber, da hinten, haben wir ein Profil, was nach hinten geht. Falsch. Die anderen beiden sind aber richtig. Wir haben 3 richtige gehabt in den 2 Paketen, die ich bekommen habe. Und einen falschen. Habe ich jetzt so hingenommen, weil sie schon günstig waren. War mir die Mühe nicht mehr wert, das zurückzuschicken. Hatte ich keine Lust. Ich wollte die fahren. Und es funktioniert. Also, ja, funktioniert. Ne? Was ich jetzt gerade sehe, ach du Scheiße, ich muss sie nachkleben, merke ich gerade. Weil sie gehen auf. Und zwar, was mir sowieso aufgefallen ist, wenn ihr die zusammendrückt, ist das nicht das Gummi, was ihr zusammendrückt, weil sie so schön weich sind, sondern da ist eine Hartgummischicht auf der Felge und dann kommt eine Einlage, die das Profil ist. Einfach drüber, wie so ein Mantel. Im Grunde wie bei normalen Reifen, nur das ist nicht das, was wir hier wollen. Ne? Wenn ich das jetzt hier drücke, dann wölbt sich das hier so ein bisschen und dann kann ich das hier richtig schön eindrücken. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Dinger platzen. Wahrscheinlich nicht in diesem Jahr, aber höchstwahrscheinlich, wenn ich sie länger fahre, im nächsten Jahr.
Wenn hier richtig was abgenutzt ist. Und jetzt sehe ich gerade, wo habe ich es? Ich habe es doch eben noch gesehen. Kann mich auch täuschen. Nee, da. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Da. Ich schätze mal, es ist der Mantel. Da muss ich nachkleben. Ich werde nochmal alle Räder prüfen und kontrollieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Mantel da die Biege macht. Warum nehme ich sie? Im Grunde, um eine höhere Endgeschwindigkeit zu erreichen, weil sie einen größeren Durchmesser haben als die GLP. Es ist nicht viel, aber es kann am Ende der Saison den ein oder anderen Müll ausmachen. Deswegen fahre ich mit den Dingern. Und sie sehen an dem Auto gut aus. Von daher ein bisschen für die Optik. Und jetzt zeige ich euch was. Oder, naja, von zeigen kann nicht die Rede sein, aber naja. Die Karosserie ist nur zum Spaß fahren. So schon mal voraus. Mit der Karosserie, also es ist nur mal so. Wie sage ich das jetzt? Warum nur ein Speed-Auto haben, wenn man zwei haben kann? Definitiv, ich kündige es hiermit an. Ich werde ein zweites Speed-Auto aufbauen. Oder sagen wir mal, ich habe es aufgebaut, schon teilweise, so nebenbei heimlich. Eine Handvoll Leute weiß davon. Ich bitte auch diese Handvoll Leute, es nicht weiter zu verraten, was da drunter steckt. Ja, was könnte das sein? Na, allzu viel wollen wir nicht sagen. Die Karosserie fand ich sehr cool, weil sie, ja, im Grunde es ist eine No-Name-Billig-Karosserie. Sie ist sehr steif. Also das ist jetzt, weil ich hier die Löcher ein bisschen verdattelt habe, wackelt das hier ein bisschen rum. Vorne ist es fest. Sie hat ein paar nette Features. Hier die Kiste hinten, die optische Kiste. Kann man jetzt nichts reintun. Wir können die Spiegel ein- ausklappen. Das ist nur eine Optik-Karosserie. War eben allerdings vor der Tür gerade ein bisschen fahren. Deswegen ich gerade so ein bisschen angetan von dem Fahrzeug bin, weil der fährt sich verdammt gut. Eine schöne Stabilität. Ich bin gespannt, was da noch geht. Sagen wir mal, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Da ist nicht alles mehr original. Naja, er ist eben die ersten 200 Meter gefahren. Ich mag es. Ne, eine andere Karosserie ist unterwegs. Ich schätze mal, genau dann, wenn ihr ihn dann fahren seht, werdet ihr jetzt vielleicht wissen beim Speedrun. Ich glaube nicht, dass ihr ihn vorher noch mal sehen werdet. Ich wollte es einmal jetzt ankündigen und schon mal, ja, ganz frech vorwarnen, da ist noch was. Ne? Ich sag mal mehr, ich sag mal so, bisschen brutaler als der Typhon. Nur ein klein Ticken. Naja. Ja, was gibt's Neues oder was gibt's anderes? Gibt eigentlich sonst nichts mehr. Ja, nur mal so ein kleiner Rundumblick von meinen beiden Amas und von dem anderen schnellen etwas, was da oben jetzt bei mir steht. Warum hört ihr in letzter Zeit nichts mehr von meinem Neofighter hier, wo so viel Geld reingeflossen ist? Weil die Speed Challenge läuft. Ich setze momentan, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe ein paar How-To-Videos rausgehauen. Das sind so für mich die gängigen Sachen, die jeder mal gehört haben sollte oder mal gesehen haben sollte. Das hat einigen geholfen, wie ich finde. Finde ich sehr gut, finde ich sehr schön, dass da so gutes Feedback rüberkam. Danke nochmal dafür. Ihr werdet allerdings, also ihr werdet noch was von dem Ding sehen. Also hier ist eine Menge Tuning reingegangen. Was auch wirklich Sinn macht, muss ich sagen. Der kommt auch noch wieder. Na, den Frosch behalte ich. Ja, das war es soweit von mir schon. Das reicht auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns.